Das reicht für drei. Basti hat einen Tod? Ja, Basti ist gestorben. Jetzt noch Debitor, glaube ich, mit dir auf 0 Tode. Ich sehe schon, der Feldzug von Max gegen Debitor, nur wenn der einzige mit 0 Toten ist. Gib ihm einfach 20 Ancient Debris, dass ich ihn töten kann. Glaubst du, er will den Trade annehmen? 120 Subgifts, das hilft auch wahrscheinlich. Muss mal Anreize geben. Darf ich ein Kopfgeld ausrufen? Spark, darf er mich dafür bezahlen, dass ich Debitor jage? Ihr könnt das untereinander ausbauen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, wenn das Debitor sehr, sehr wichtig ist, was passiert, dann sollte ihr es mich vorher erklären, ja. Nicht, dass es dann am Ende tatsächlich ihn arg frustet, aber ansonsten, wenn er sagt, ja, nö, was passiert, passiert, er ist Wein damit, dann free future go. Guck mal in den Chat, er hat gerade selbst geschrieben, 20 Subgifts für denjenigen, der Trimax tötet. Ja, wir wissen das nicht. Ja, also das hört sich erstmal revolutionär an. Ich bin schon RP-Status. Das sieht nicht gut aus für dich, Max. Der Fabo hat sich schon RP-Status geballert. Und Fabo ist ein guter Spieler. Ja, da guckt mal in den Chat, was da abgeht. 100 Subgifts für Debitors tot. Warte mal ganz kurz, es ist jetzt ein Kopfgeld auf Debitor von 100 Subgifts, oder? Ja, dann gucken wir mal, ob wir das kriegen. Wir gucken mal. Easy. Also ich gehe jetzt in Nether, aber wenn man weiß, dass der da ist und so, dann Junge, yalla. Okay, chillig. Es geht los, Chat. The Hunt is on. Der ist wieder so gekämpft, Junge, holy shit. Potion, Brewing, MC. Oh mein Gott, nice. Chat, Glowstone. Habe ich das? Ich glaube nicht, ne? Die Piglins traden das nicht mehr. Ey, Chat, das holen wir uns easy. Oh mein Gott, Kunga ist der Beste. Okay, let's go, Chat, wir haben alles. Chat, es wird sehr, sehr wild jetzt. Ja, Chat, chill, wir machen schon noch alles. Wir haben von allem genug. Es geht nicht darum, ob Debitor gut im PvP ist oder nicht. Es geht einfach darum, als erstes diesen Kill zu haben. Und dafür Stärke ist OP. Der Stuff von Debitor, ja, den gebe ich ihm wieder. Lava, nee, Lava ist nicht gut. Lava bringt nichts. Was hier, wen hier haben Totems? Ja, bringt dir nichts. Was für Totems? Man braucht keine Totems. Okay, let's go, Chat. Wo ist Debitor? Der hat eine Trap. Bevor ich bei seiner Trap bin, ist er tot. So ein Ding. Chat, wisst ihr, wo ungefähr er baut? Der baut eher so in die Richtung, oder? 830 minus 7000. Das könnte halt actually stimmen, ne? Ist das Debitor? Wait, wer ist? Das ist nicht er, ne? Da oben baut Mo. Das ist Gomme. Max ist AFK. Ich will Max nicht töten. Ich will es Max gönnen, wenn er der ist, der am wenigsten Tote hat. Oder als erstes halt, ne, die ganze Zeit null hat. Aber irgendwie eine gute Aussicht für... Oh, das ist perfekt, Junge. Ey, hier ist eigentlich perfekt. Guck mal, wenn Debitor da unten ankommt, dann sehe ich das und dann fahrt sich dahin. Frag Debitor einfach, wo er ist. Ja, er wird auf jeden Fall antworten. Ich habe eine... Ich weiß was. Junge. Karl, ich habe mich so erschrocken. Sorry. Chat, wo ist die Skelettfarm? Welcher Pfeil? Stein, Clay oder Netherrack? Cleanstone, okay. Nee, ich will nicht Max töten. Aber ich will zu Max. Also ich will nicht zu Max, sondern ich will... Ich habe nämlich eine Idee. Skelettfarm ist nicht im Nether, also ist sie hier. Oh mein Gott. So, das ist die Skelettfarm, okay. Naja, okay, ich dachte, die sieht... Ich hatte eine Vermutung, dass Debitor versucht, Trimax zu killen. Und der irgendwo hinter ihm oder so... Ich dachte, die Farm ist im Nether. Dass der irgendwo im Nether irgendwo anders wartet auf ihn oder so. Aber war nicht so. Debitor ist bei Stegi. Mhm. Ah, wo ist Stegi? Da ist Stegi, aber da ist kein Debitor. Oh, ich würde wirklich gerne Debitor einfach mal sehen, Junge. Liegt da so ein Fisch, Junge? Ich kann nicht mehr. Digga, liegt er da einfach? Ich kann nicht mehr, Junge, wie er die Treppen da hochläuft, wie ein Weltmeister. Glaubt ihr, er hatte Angst vor mir? Ja, Max macht jetzt hier eh nochmal weiter, oder wie? Weil das Ding ist, wenn Trimax stirbt, dann ist ja das Angebot RIP. Wisst ihr, wie ich meine? Romatra ist eh hier. Ja, ist gerade knifflige Situation, bin ehrlich. Ist gerade ganz knifflig. Geht Discord zu machen? Ja, ich bin im Discord. Wenn er will, dass ich komme, dann soll er mich moven. Aber ja. Hallo? Moin? Moin. Moin. Bisschen Action gerade bei euch, oder? Was denn? Ja, hast du nicht Angst? Dass mich einer killt? Ja. Ich warte eigentlich nur, bis jemand Debitor killt. Also, ich suche ihn schon die ganze Zeit. Jeder sucht ihn gerade, aber keiner weiß, wo er ist. Alter, wie geil. Du würdest dir so gerne die 500 Euro klären. Das würde ich so feiern, wenn du sie bekommst. Junge, jeder versucht es gerade auf dem Server gefühlt. Echt? Ja. Hä? Petrit ist unterwegs, Veni ist unterwegs, ich bin unterwegs. Es sind halbe Server unterwegs. Wie geil. Aber wieso soll ich Angst haben? Ja, falls Debitor dich tötet? Stimmt, wenn der dich tötet, dann macht er. Als ob ihr nicht so weit gedacht habt. Streamt der nicht gerade? Nee, deswegen findet ihr auch keiner. Deswegen frage ich mich auch, warum du die ganze Zeit so rumläufst, so ohne irgendjemanden dabei oder so. Scheiße. Das ist mutig, Max. Das ist richtig. Ich dachte, der streamt und dann wäre ich sicher. Ich habe G-Time hier. G-Time, bist du AFK? G-Time? G-Time ist AFK. Oh mein Gott. Er ist einfach AFK. Er ist einfach AFK, Mann. In meiner dunkelsten Stunde. Ja, Debitor ist weit weg, aber Locate-Karte kannst du ihn finden, wen? Hä? Aber ich glaube, dass er hier halt auf jeden Fall nicht mehr auftauchen wird heute. Max, ich glaube, auf dich ist auch ein Kopfgeld, ne? Wie ist das? Ich glaube, 60 Subs. Debitor zahlt 60 Subgifts für meinen Tod? Ist das ein ernstes Angebot? Das hat er vorhin geschrieben, ja. Und dann hast du ihn ausgekontert mit 100. Aber ich glaube, das steht immer noch. Ja, du bist wahrscheinlich deutlich einfacher zu töten, weil du streamst. Ja. Was mache ich da jetzt am besten? Nicht sterben, würde ich sagen. Guter Call.
was der Plan ist, by the way, was ich mir überlegt habe, ist hier Instant Damage 2 Tränke. Ich habe es getestet. Full Netherite, Pots 4, macht nichts dagegen, geht durch wie Butter. Eine Potion ins Gesicht, 2 Herzen Schaden. 5 Potions, tot einfach. Es ist übertrieben OP. Potions sind OP. Plus, wir haben ja eh schon was von gestern gehabt. Wir haben gestern noch Stärke gehabt und Speed. Und Enderperlen und OP-Goldapfel. Wir equippen uns erstmal, machen noch ein paar Instant Damage Tränke, weil die sind absolut broken. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir das Kopfgeld auf Debitor abholen können. Ich denke, der kommt 20 Uhr online. Hieß es zumindest. Vielleicht kommt auch früher. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Start. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit den anderen in TS. Ich hab's gerade ehrlich nicht auf dem Schirm. Hey, was geht ab? Hey, Fabo, Kumpel. Moin. Basti? Ja, bitte? Kann ich Cobwebs haben? Cobwebs. So 10 Stück? Ja. King. Chat, wir holen uns Cobwebs. Holy shit, das war ein guter Call im Chat. Sehr, sehr guter Call. Cobwebs broken. Wir können ihn dann in Cobwebs reinmachen. Und wenn er einmal in den Cobwebs ist, dann schmeißen wir ihm 5 Tränke auf den Koffer, der ist tot. Ey, das ist übersmart. Holy shit. Basti, was geht ab? Ich brauche Cobwebs. In meiner seltenen Sachen, also in meiner Kiste mit Rare Items ist die. Ich nehme mir 28 raus, ne? Vielleicht kriegst du wieder ein paar. Fabo, mach mal wirklich nicht so viele. 28, chill doch. Was geht dir ab? Jo, hi. Boah, wie Kevin aussieht, ne, mit seiner unentscheideten Dia-Rüstung. Mein Gott, ey. Wirklich. Gib mir einen richtigen Alpha-Vibe. So einen richtigen Freekill-Vibe. Und was wir, by the way, noch machen jetzt, während wir dann warten müssen auf Debitor, bis er joint, ist, wir farmen Wither-Skelette im Nether. Aber Zander hat auch keinen Tod. Doch, Zander hat 14 Stück. WTF? Sind die Lost Chat? Generell, die Tode sagen halt nichts aus in Craft Attack. Oder beziehungsweise sagen jetzt halt nicht aus, ob man krass in Minecraft ist oder nicht. Digga, du stirbst halt einfach mal unlucky. Das hat jetzt nicht so viel mit Skill zu tun. Und natürlich ist es unwahrscheinlicher zu sterben, wenn man so ein guter Spieler ist oder so. Aber, ne? Krieg hier noch 9 Items rein. Dann nehmen wir nämlich die Ender Chest mit direkt. Das hier kann eigentlich auch raus. Das lasse ich drin, das lasse ich drin. Das ist dann eh alles für den Kampf. Boom. Und dann 9 Items. Die hier rein. Boom. Und die Cobwebs. Ja, dann fahren wir jetzt Wizard Skelette, bis Sevito online kommt. Und dann gucken wir mal. Ja, wir fahren ein bisschen Nether-Ding, ne? Ja, let's go. Basti, wenn man eine große Fläche von Nether Bricks macht, im Nether, oder muss das in der Festung sein, dann spawnen die? Es muss in der Festung sein, nein. Ja, Veni macht aber gerade aktuell eine. Wirklich? Also Veni und ich wollen eine machen und Veni hat fast geweint, weil er sucht in einem Source and Valley eine Festung. Damit halt mehr Skelette da spawnen, mehr Wither-Skelette, weißt du? Ja. Und dann macht ihr eine Wither-Farm? Ja. Im Trident Offhand geht es? Sehr, sehr guter Call. Holy shit. So, dann warten wir mal. Dann warten wir mal. Ey, wenn er sich jetzt wirklich hier einloggt, das ist doch hier. Er hat sich hier in dem Eck ausgeloggt. Laut Video spawnt er hier. Ja, wir gucken mal, Chat. Das wird jetzt schon cool, glaube ich. Ja, ich gebe ihm den Stuff wieder. Ich will doch nicht seinen Stuff. Ich will nur die 500 Euro von Trimax. Ich will doch nicht Debitor seinen Stuff. Ich glaube nicht, dass er in seiner Base ist. Es wäre zu einfach, wenn er jetzt hier spawnt, Chat. Das wird nicht passieren. Der macht doch kein Video. Yo, auf mir sind 500 Euro Kopfgeld. Ich logge mich jetzt in meiner Base aus. So, ich glaube, es wird nicht so sein. Er weiß, dass du hier bist. Ja, natürlich weiß er, dass ich hier bin. Ich bin ja auch live. Er schaut Stream. Ich wollte hier Steine vorbeibringen. Sollen wir jetzt so tun, als würden wir hier bauen? Chat, soll hier noch ein Stein hin? Sollen wir hier jetzt einen Weg bauen? Wir bauen mal hier unser Haus. Guck mal. Zack. Okay, nice. Dann haben wir hier schon mal ein nices Haus, Chat. Okay, es ist soweit. Aber ich glaube, er ist nicht hier gespawnt, oder? Ist er hier? Nee, er ist nicht hier. Ich wusste es. Boah, jetzt so eine Minimap. Was verstehe ich denn? Bin im Haus. Die Eingangstür öffnet den Geheimgang. Junge, er baut Trap. Er baut Trap. Die Eisentür öffnet den Weg. Ja, hier ist keine Eisentür. Hier ist keine Eisentür. Ja, natürlich ist es eine Falle, WTF. Aber hier ist keine Eisentür. Hier ist keine Tür. Oder die hier. Nee, hier ist noch. Die Tür. Die Tür war also gemeint. Ich dachte nicht, dass er... Retalk, ich dachte nicht, dass er sein Haus opfert. Mann, dass man ihn halt nicht einmal sieht, ne? Er rennt hier schon in der Gegend rum, man sieht ihn einfach nicht. Ein Boden in der Cave-Chat, aber das ist... Digga, guck mal, hier ist ja alles. Das könnte ja überall sein, wo der ist. Bei Korallen. Ist das ein Safe-Call? Oh, hier ist er. Chat, let's go. Hä, was ist... Wo ist er hin? Wo ist er? Die Enderperlen. Das war doch hier, oder? Ich finde ihn nicht mehr. Er kommt einmal noch hier zurück. 100%, weil er eine Enderperle geschmissen hat. Er ist in Nether. Oh Gott. Aber ich habe nicht gesehen, wo ist er denn hin? Chat, wo genau? Bei so Holz. Ist er das? Das war er doch, oder? Ja, wo ist wer denn dann hin? Oh Lord, hier ist er wirklich. Ich habe Soul Speed. Boah, Soul Speed, Mann. Oh. Nein, kann nicht mehr rennen. Und kommt er denn da durch? Ich hab ihn! GG, Fabo! Ich hab ihn! Ich hab ihn, Chat! Oh Mann, ey! Ich hab ihn! Jawoll!
Wir haben's! Aber war okay, war okay. Holy shit! Für einen, der noch nie PvP gemacht hat. Let's go! Junge, ich bin so am Shaken! GG an Fabo auf jeden Fall. Ach du Kacke! Holy shit! Jo, ich bin so am Zittern, ich kann nicht mehr. Ich kack ab. Ich kann nicht mehr schreiben. Oh Gott! Okay, wir machen alles von ihm in die Ender Chest. Wir geben es ihm wieder. Aber die Frage ist, was war seins? Das war seins. Warte, wir machen einfach so. Junge. Ich will nicht sein Stuff haben, ich will nur die Subs. Oh Junge, es war so intens. Ey, aber gegen Soulspeed konnte er nichts machen. Junge. Junge, Veto steht hier und vorne wurde in die Luft gesprengt. Ich mach ihm alles in die Kiste. Warte, ich soll René TS. Warte, ich geh mal kurz René TS. Schönen Abend. Hallo, Stiggy. Als wir über Shop das Stück gekämpft haben, ne? Dieses auf einmal beide schlagen so drauf ein. Ja. Yeah. Digga, Junge. Und weißt du, was mich am meisten abgefuckt hat? Guck mal, wir hätten zusammen kämpfen können. Hätte ich ihn gekillt mit meinem Schwert, ich hätte 200 Subs bekommen. Wir hätten Hälfte machen können. Wie, du hättest 200 Subs bekommen? Ich habe Trimax gefragt, ob ich, wenn ich mein Schwert Trimax Ehre nenne, oder nach Trimax benenne, ob ich dann mehr bekomme, weil er ihn ja dann letztendlich killt. Ach so, das wusste ich nicht. Und das hätte ich das gemacht, hätte ich 200 bekommen, dann hätten wir Hälfte gemacht. Songs über Songs. Trimax wäre arm gewesen. Das wäre einfach chillig gewesen. Ey, hätte ich das gewusst mit dem Schwert umbenennen, ich hätte es getan. Ja, du hättest wahrscheinlich dein Schwert umbenannt. Ja, ja. Ja, natürlich hätte ich mein Schwert umbenannt. Natürlich hätte ich mein Schwert umbenannt, hä? Und hast du gesehen, wie du komplett in die Luft geflogen? Ja! Hey, ich bin. Wo war. Warte mal. War das TNT-Minecart hier einfach hinter seiner Tür? Ja, auch. Ich bin da zweimal rein und rausgerannt. Wie viel Glück hatte ich? Wir hatten unten den Schalter umgelegt. Da musste man den auslösen. Ja, weil Heiko verkackt hat. Das heißt, ich wäre eigentlich. War das doch. Und dann hätte mich Heiko zweimal umgebracht. Und zweimal mit TNT. Ich hätte dich zweimal alles komplett, ja. Aber hast du da gesehen, wie er komplett zerfetzt wurde? Ja. Und auch wie du einfach da stand, da hier rum, ohne Rüstung, hast du gedacht, ja, was mache ich denn? Ich stehe so daneben, weil Debitor ja geschrieben hat, ja, bei der Eisentür ist sein Weg, so, und wo er ist, ne? Und dann so, guck ich so, ja, hä, da ist ja gar keine Eisentür. Ja, die ist es auch nicht. Und dann, welche Eisentür ist es denn? Auf einmal explodiert Veto. Ich guck rüber, ach so, die Eisentür. Junge, Veto fetzt da nur so weg. Oh, Junge, aber wie krank. Ach, du Scheiße. Ey, und es gibt immer noch Leute, die sagen, 1,16 PvP oder so ist nicht cool.